Das Kanalkraftwerk Jettenbach-Töging ist seit fast 100 Jahren in Betrieb. 1919 erfolgte der Spatenstich für das architektonisch wertvolle Kraftwerk am Inn. 1924 wurde der Innkanal fertiggestellt, der das zur Stromerzeugung benötigte Wasser bei Jettenbach aus dem Inn abzweigt. Die Wehranlage hier und das Kraftwerk bei Töging werden jetzt von Verbund grundlegend erneuert. Neben dem denkmalgeschützten Kraftwerksbau entsteht ein dezenter Neubau, der sich dem historischen Bestand unterordnet. Drei Kaplan-Turbinen werden künftig knapp 25% mehr Strom erzeugen als bisher. Beim Errichten der Baugrube entfernen die Arbeiter erst einmal die Rohre des alten Entlastungsbauwerks. Das Projekt Erneuerung Kraftwerk Jettenbach-Töging ist Deutschlands größtes Wasserkraftprojekt. Die zuverlässige Wasserkraft unterstützt den Weg Bayerns in Richtung Energiezukunft mit sauberem Strom aus erneuerbarer Quelle. Durch 420 Bohrpfähle soll die 30 Meter tiefe Baugrube abgesichert werden. Der bayerische Staatsminister Aiwanger wohnt am 13. September 2019 den Feierlichkeiten zur Grundsteinfertigung bei. Eine beachtliche Energiequelle, die Sie hier erneuern. Danke an Sie als Investoren, dass Sie hier mit einer 250 Millionen Euro reingehen. 4 Jahre soll der Bau des neuen Kraftwerks dauern. Dann wird hier Strom für 200.000 Haushalte erzeugt werden. Umfangreiche ökologische Begleitmaßnahmen zur weiteren Verbesserung der Nachhaltigkeit sind ebenfalls vorgesehen. Auch in Jettenbach schreiten die Arbeiten voran. Für die Auslaufbodenplatte des Restwasserkraftwerks wird bereits der Bewehrungsstahl verlegt. Die Herausforderung dieser Baustelle, sie liegt mitten im Flussbett des Inns. Auf den gesamten 20 Kilometern des Innkanals wird Verbund die Betondichtung erhöhen. So kann die Menge des durchfließenden Wassers von 340 Kubikmetern pro Sekunde auf 410 Kubikmeter gesteigert werden. Auf der Baustelle in Töging bohrt man durch die bisher freigelegten Bohrpfähle bis zu 50 Meter lange Verpressanker in den Boden, um die Baugrubenwand zu stabilisieren. Kubikmeter Erdreich müssen hier insgesamt weggeschafft werden, um Platz zu schaffen für das neue Kraftwerk. In Jettenbach setzt man zum Ende des ersten Baujahrs bereits die Spundwände für Bauabschnitt 2. Ausblick: Das Projekt Erneuerung Kraftwerk Jettenbach-Töging soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden. In Töging wird dann genug Strom für rund 200.000 Haushalte erzeugt werden.